Liebe Freunde, herzlich willkommen zur neuen Folge World of Warcraft mit eurem Hexenmeister, dem Barishem, und mit mir, dem Marito. So, Venari, wollt ihr handeln oder seid ihr bereit, euch meinen Vorschlag anzuhören? Ja. Meine Güte, ein Tag voller Überraschungen. Nun, Sterblicher, ich bin neugierig, was euch zurück in den Schlund geführt hat. Ich suche hier also nach jemanden, Sterblicher. Ihr sucht hier also noch jemanden Sterblicher. Nun, da ich recht schlau bin, weiß ich eventuell, wo diese Person sich befindet. Erlaubt mir, euch einen Handel vorzuschlagen. Das Amulett, das ihr tragt, es besitzt interessante Kräfte. Ihr gebt mir das Amulett und ich helfe euch, diesen Maldraxi-Baron zu finden. Und dann geht ihr. Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, aber ich möchte keine Aufmerksamkeit erregen. Lasst mich die Dinge etwas beschleunigen. Okay. Ich habe gelernt, hier zu überleben. Der Kerkermeister bemerkt euch, wenn ihr seine Truppen angreift. Also solltet ihr sie umgehen, wann ja. immer ihr könnt. Ah, mein neuer Haltet Partner. Schritt, wir haben nicht viel Zeit. Sehen, wie lang ihr es ist sehr spannend, einen sterblichen Geschäftspartner zu haben. Dieses Amulett ist faszinierend. Bitte was? Ach ja, der Baron, nach dem ihr sucht. Ich habe zufällig von einem Maldraxi-Kriegsfürsten gehört, der im unteren Hof der Verdammnisfestung festgehalten wird. Wie ihr dem Namen entnehmen könnt, ist es kein besonders einladender Ort. Ich rate euch, der Aufmerksamkeit der Vasallen des Kerkermeisters zu entgehen. Ich habe da genau das Richtige. Auf euer Zeichen verberge ich uns vor dem Schlundgebundenen. Ich kann uns lange Gehen wir. Genug tarnen, Bleib dicht bei um euren verlorenen Baron. Ich will keine Aufmerksamkeit durch Kommt. Einen Kampf. Wie lange seid ihr schon hier? Länger als ihr, Sterblicher. Mehr müsst ihr nicht wissen. Mhm. Wir folgen ihr ganz leise. Halten uns im Verborgenen, ihr Lieben. Während wir ihr hier folgen, könnt ihr schon mal das Video liken und einen netten Kommentar drunter hauen. Würde ich mich voll freuen und wäre voll dankbar. Okay, halt. Wartet, bis die Bestie vorbei ist. Der da. Die Schlundgebundenen sind ganz wild auf euch. Ja. Wir beeilen uns besser. Oh. Immer langsam, Mittlerin. Das bin ich gewohnt, dass noch mehr retten als nur den Baron, die Leute wild auf mich sind. Ihr meint die anderen Sterblichen, die bei der Flucht zurückgeblieben sind. Mhm. Ich fürchte, sie wurden nach Torgas gebracht. Jener okay. Turm am Horizont. Der Kerkermeister verwahrt dort seinen wertvollsten Besitz. Dann zeigt uns, wie man in diesen Turm kommt. Es wäre Wahnsinn, ihnen jetzt zu folgen. Konzentriert euch. Für Theatralik ist später Zeit. Torgast also. Das muss euer vermisster Baron sein. Wer ist da? Muss den Markgrafen warnen. Diese Stimme. Ist das möglich? Der Baron ist... Sein Vater? Mein Vater. Alexandros Morgraine, der Aschenbringer. Hätte nie gedacht, dass ich ihn wiedersehen würde. Seit ich die Schattenlande betreten habe, war ich so auf unsere Mission konzentriert, dass ich nie daran gedacht hätte, dass die Seelen meiner Familie hier sein könnten. Was auch immer dieses Reich Maldraxxus sein mag, ich hoffe, dass es der Dienste meines Vaters würdig ist. Wir müssen ihn befreien, Barishem. Ich habe ihm viel zu sagen. Es bleibt ein Funken Hoffnung. Habt ihr geglaubt, ihr könnt unbemerkt bleiben? Ihr entkommt hier nicht. Okay. In der Falle! Dann los, beweist uns eure vielgerühmte Macht. Ach, halt's Maul. Ah, da ist wieder unser, der Holy, der Magier, ne? Holy. Holy Moly.
Was bedeutet eigentlich Holy Moly? Ne? Man kennt Holy Moly von ganz, ganz vielen Gamern. Aber Heiliger Moly hat irgendwie... Es macht irgendwie überhaupt keinen Sinn. Deslan, die Folterin, getötet. Wo ist sie? Da ist sie. Deslan, die Folterin. Schalalalala. Alexandros Morgrain. Der Aschenbringer. Wahnsinn. Es ist schon cool, was man hier für ihre Charaktere aus der Story, aus der Vergangenheit von den letzten 17 Jahren WoW wieder trifft, ne? Gib dich doch nicht frei, wenn ich dich gerade gerufen habe, du Chaot. So. Ich kann euch nicht genug danken, Baroshem. Stimmt. Es fühlt sich an, als ob der Schlund selbst lebt und unsere Anwesenheit zur Kenntnis nimmt. Wir müssen sofort hier weg. Bolvar muss darüber informiert werden, was hier passiert. Ich werde meinen Vater mitnehmen. Führt uns hier raus, Baroshem. Und zwar schnell. Ziehen wir uns zurück. Ich bringe uns zu einem kleinen Alkoven am Portalstein, der euch bereits zur Flucht geholfen hat. Damit ist unser Handel beendet. Der Portalstein ist gleich da vorn. Ihr wurdet hoffentlich nicht verfolgt. Und jetzt müssen wir sehen, wie wir euch und eure Partner hier hinausbringen. Erregt nicht die Aufmerksamkeit des Kerkermeisters. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, dass ihr gehen solltet. Ihr seid ein Schlundgänger und könnt den Portalstein zwischen dem Schlund und den Ländern jenseits davon aktivieren. Eure Freunde tragen vielleicht nicht den gleichen Titel, aber es gibt einen Weg, auch sie durch das Tor gehen zu lassen. Seelen können verbunden werden. Wenn jemand seine Seele mit den euren verbindet, während ihr den Portalstein aktiviert, könntet ihr beide theoretisch von hier fortgehen. Selbst flüchtige Verbindungen können brauchbare Ergebnisse liefern. Geht mit euren beiden anderen Gästen und prüft, ob meine Hypothese korrekt ist. Lebt wohl. Kommt, erzählt wir gehen. Niemanden von mir. Und wenn ihr nochmal in diesen Mahlstrom der Finsternis springt, bringt doch etwas Interessantes mit. Ich Zum Beispiel? Suche ständig neue Ware. Mm. Ach, so ist das. Wieso ist der Portalstein jetzt wieder deaktiviert? Da kommt doch jetzt gleich wieder irgendwas auf uns zu, ne? Oder auch nicht. Bereit zur Abgabe. Also hier können wir aber reiten, ne? Bergpferd. Geht zumindest ein bisschen schneller hier. Hochlord Bolvar. Wir sind dem Schlund entkommen. Danke für eure Hilfe. Was auch kommt, wir sind stark. Ihr kehrt unversehrt zurück und nicht nur mit Darion, sondern auch mit seinem Vater. Ihr seid weiterhin erfolgreich, Schlundgänger. Wir müssen sofort nach Maldraxxus zurück. Markgraf Kexus. Level 58. Unser Markgraf wurde getötet. Die Auserwählten brauchen eure Klinge. Jetzt mehr denn je. Nein. Dann kommt meine Warnung zu spät. Wir wurden von einem der unseren verraten. Wyras hat mich im Schlund in die Falle gelockt. Ich hab's vermutet. Zweifellos war es seine Hand, durch die unser Markgraf gefallen ist. Ich hab's vermutet. Wie läuft der Kampf? Wyras? Die ganze Zeit?
Das ist nicht hinnehmbar, Baruschem. Wir müssen Grexus rächen und ihn auslöschen. Als er euch in den Schlund schickte, ging er davon aus, dass ihr nie wieder zurückkehren würdet. Er hat euch unterschätzt. Ein tödlicher Fehler. Geht mit Morgraine und holt euch Vyras Kopf. Ich werde unsere Truppen beim Sitz des Primus warnen. Für Grexus. Wir brechen sofort nach Maldraxxus auf. Okay, los, go. Vyras wird für seine Verbrechen bezahlen. Go, go. Ich muss nach Azeroth zurück und unseren Verbündeten davon erzählen, Vater. Wenn es meine Pflicht erlaubt, werde ich wieder an eurer Seite stehen. Wir werden später sprechen, mein Sohn. Ich schwöre es. Ah, ist doch schön, wenn sich Vater und Sohn hier wieder vereinen, ne? Wo geht's jetzt hier lang? Da ist er. Der Flieger. Der Flieger Horst. Seid gegrüßt. Ich muss zurück nach Maldraxxus. Mittlerweile kann ich ja wieder ein bisschen Wasser trinken. Ich habe immer noch voll Magenschmerzen hier. Gut, dass ich so einen Blödsinn nur einmal mache. Zweites Mal sicher nicht. Also mit Vyras, das hatte ich erstens jetzt gar nicht mehr am Schirm. Und zweitens habe ich das irgendwie vermutet, ne? Dass der nicht ganz sauber ist. Der hat also Alexandrosch eine Falle dort gestellt. Komm, lass mich einfach gleich hier aussteigen, dann muss ich dann nicht selber rüberfliegen. Ei, caramba. Ja, die müssen wir auch noch abgeben in der Heldenrast. Die Quest. So, wir bringen uns wieder hierher, wo wir gestartet sind. Zum Theater der Schmerzen. Einmal rüber, einmal da. Death Mortar. Okay. Also hier wird offensichtlich immer brav gekämpft. Huh. Wir sind jetzt hier. Ritual der Verdammten, der leere Thron. Das wird wahrscheinlich dann jetzt dann kommen. Da ist er. Wie lautet meine Aufgabe? Ich kann diese Wunde nicht länger schwären lassen. Schwären lassen? Ich werde sie hier und jetzt ausbrennen. Damit haben wir das Kapitel abgeschlossen. Vyras war es, der mich im Schlund gefangen gehalten hat. Er ist schon lange mit dem Haus der Rituale und dem Haus der Konstrukte im Bunde. Und euch wollte er zweifelsohne auch an diesen höllischen Ort verbannen. Es ist an der Zeit, dass er für seinen Verrat bestraft wird. Kommt mit mir und lasst ihn uns zusammen bekämpfen. Ich erwarte die nächste Schlacht. Vyras! Das gnadenlose Streben nach Sieg. Wir haben die letzte Rune beansprucht. Die Sterblichen und der abtrünnige Baron kehren zurück. Die Konstrukte und der Schlund konnten euch also leider nicht töten. Nein. Eure eigenen Pläne sind euer Verderben. Jetzt löschen wir euch aus. Dummer Morgraine. Nur Loyalität statt Macht im Sinn. Aber es kommt auf die Verbündeten an. Und mit ihrer Hilfe hole ich mir jetzt den Umhang des Markgrafen. Meine Klinge wird euren Schädel spalten, Verräter! Für Grexus! Okay, dann ziehen wir mal in die Schlacht für Grexus. Weil ich glaube, das ist ein Kampf, den wir meiner Sohn nicht gewinnen werden. Ich habe Grexus besiegt. Ihr zwei seid nichts. Wir
Wir werden ihn hier und jetzt rächen! Ich kümmere mich hier mal ein bisschen um die Kollegen hier. Ihr könnt nicht gewinnen, Wyrath! Ihr seid in der Unterzahl! Na, alle Häuser von Maldraxxus kämpfen gegen euch! Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren, Leute. Wenn ich das hier check. Genug der Spiele. Wachen, tötet die Schwächlinge. Ehrloser Feigling! Aschenbringer, Schlundgänger, mir nach! Der Sitz oh, nö. Des Büros wird belagert. Wir müssen ihn verteidigen. Ich wusste ja, dass der Kampf abgebrochen wird. Das habe ich vermutet, weil er einen Totenkopf hatte. Die düstere Wehr, ihr Lieben, die düstere Wehr. Düster Wehr? Blut und Donner. So, was haben wir hier? Ein Stab oder ein Dolch? Was wollen wir denn haben? Hier den Folianten, der bringt uns momentan am weitesten. Ihr habt die letzte Rune ermächtigt, das könnte das Blatt in diesem Kampf wenden. Öffnet die Tür, Paroshem. Wir haben den Feind, wir halten den Feind zurück, solange wir können. Wir halten die Stellung. Öffnet die Tür. Wie? Achso, jetzt ist es da hinten. Tötet den Sterblichen und bringt mir die Runenklinge! Hebt euer Schwert, Champion! Für Maldraxxus! Die Feinde der Würdigen werden sterben! Der Sitz des Primus gehört uns. Oha. Oha. Werde ich jetzt der neue Primus? Bin ich Primus Paroshem? Primus Paroshem? Die Runenklinge leuchtet heller, als ihr euch einem alten Steinaltar nähert. Ich bin der Primus. Eure Anwesenheit in meinem Sanktum zeigt das Dunkelheit über Maldraxxus und allen Reichen des Todes liegt. Vor Äonen bestraften die Ewigen unseren Bruder Sophal für seinen Verrat. Er wurde für immer an den Schlund gefesselt, um dort als Kerkermeister zu dienen.
Jetzt fürchte ich, dass Soval nicht allein gehandelt hat. Er muss uralte Verbündete haben und versucht, neue zu finden. Dass ihr nun diese Botschaft hört, bestätigt meinen Verdacht. Soval hat seine Ketten zu einer Waffe geschmiedet und mich damit zu Fall gebracht. Okay. Es gibt nur eine Hoffnung für die Schattenlande. Die Ewigen müssen erneut zusammenstehen, bevor der Kerkermeister dem Schlund entkommt. Warnt die Archon, die Winterkönigin und den Grafen. Sie müssen uns verteidigen. Soval darf das Grabmal nicht erreichen. Welches Grabmal? Die Richterin ist der letzte Schlüssel. Schützt sie, oder alles ist verloren. So, der Primus ist cool, der hat Ehre, ne? Immer bereit für den Kampf. Auch in seiner Abwesenheit ist die Weisheit des Primus unser Leitstern. Diese Nachricht wurde hier wohl für jemanden hinterlassen, der ihrer würdig ist. Ihr seid nach Maltraxos gekommen, um den Grund für die Invasion der Bastion zu erfahren. Jetzt wisst ihr um den Verrat in unseren eigenen Reihen. Und auch, dass es hier einige tapfere Seelen gibt, die all das Unrecht wiedergutmachen wollen. Berichtet euren Verbündeten in Oribos, was ihr gesehen habt. Sorgt dafür, dass die Warnung des Primus die Ewigen erreicht. Es wäre mir eine Ehre, erneut an eurer Seite zu kämpfen, Barashem. Kraft die Ewigen. Dann auf nach Oribos, ne? Wieder. Das ist eine schlimme Nachricht. Kehrt nach Oribos zurück. Sagt ihnen, dass Maltraxos die anderen Reiche nicht mehr behelligt. Unser Krieg tobt hier. Mr. Morgreen. So. Aber. Und die Quest für einen Seuchensturz? Wie schaut's da aus? Dungeon Quest? Haben wir bis jetzt noch nicht gekriegt, ne? Vielleicht kommt das noch. Erklärt eure Absichten. So. Bin jetzt gespannt, was die Ewigen da jetzt dazu zu sagen haben, ne? Au, mein Magen. Gut so. Das heißt, wir haben das zweite Gebiet durch. Der leere Thron, ja. So, Bergpferd. Geht's jetzt an den Adenwald, oder? Als nächstes, wenn ich mich richtig erinnere. Aufseherin, Kaldilin! Willkommen in Oribos. Ich bin froh über eure Rückkehr, Sterblicher. Ich bete, dass ihr den Anspruch eines Krieges zwischen der Bastion und Maltraxos erfolgreich verhindern konntet. Die Informationen, die ihr in Maltraxos ans Tageslicht gebracht habt, sollten die Kriegstrommeln zwischen den Necrolords und den Kyrianern zum Verstummen bringen. Und diese Nachricht des Primus, außergewöhnlich. Ich empfehle euch, den Rat von Hochlord Fordragon einzuholen. Er wirkt jedoch beschäftigt. Besucher aus eurer Welt sind an ihn herangetreten, auf ziemlich beharrliche Weise, muss ich sagen. Die Feinheiten der Interaktion unter Sterblichen entzieht sich mir. Doch ihr Dialog scheint sich ausgesprochen intensiv gestaltet zu haben. Vielleicht könnt ihr mit dem Hochlord in dieser Angelegenheit beistehen. Wir alle spielen unsere Rolle.
Natürlich machen wir das. Oder? Aber in der nächsten Folge, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein. Ciao, Papa, euer Bitte, Marito. Vater, wir müssen wissen, ob unsere Freunde noch zu retten sind. Du verstehst nicht, wie groß das Risiko ist, Delia. In den Schlund zu sehen wäre... Ich bin ins Reich des Todes gekommen, um den Vater zu suchen, den ich verloren glaubte. Bolvar Fortragon, einer der größten Helden von Azeroth. Ich habe dich nie um etwas gebeten, seit ich ein Kind war. Das Kind, das du weggeschickt hast. Aber ich bitte dich, sag uns, ob sie noch leben. Mein Augenstern. Ich werde es tun.